gesagt hat, hey, willst du nicht für uns mit antreten bei der Bundesliga Home Challenge zusammen mit Rifit Kabic und Elias Nährlich, der schon länger dabei ist und auch mittlerweile vor allen Dingen von der E-Sports-Abteilung ein richtiges Aushängeschild geworden ist bei der Hertha BSC, gemeinsam mit Maximilian Mittelstädt. So, wir gehen dann auch gleich recht fix rein. Wir haben noch gut 2 Minuten, bevor es startet. Für diejenigen, die frisch reingeschaltet haben, nochmal die Wiederholung. Wir spielen im 85er-Modus gespielt, wird immer mit Hin- und Rückspiel. Heute haben wir insgesamt 7 Spiele, die zu spielen sind. 7 Doppel, die zu spielen sind. 1 Doppel haben wir bereits hinter uns. Greuther Fürth gegen Hoffenheim. 2:3 ist die Partie ausgegangen. Im Einzel 1:0 für Fabio Sabak gegen Marcel Schwarz. Und dann das 1:3 von Timothy Tillmann gegen Munas Dabu. Und damit insgesamt 2:3. Und als nächstes haben wir dann gleich eben die Hertha BSC gegen den SC Paderborn 07. Elias Nährlich gegen Lukas Friedler, Maximilian Mittelstädt gegen Rifit Kabic. Das wird die Partie sein. Elias Nährlich auch mitgespielt bei Virtual Bundesliga Club Championship. Da war allerdings auch für die VBL Ende. Platz 19 hieß es am Ende für die Hertha eSports und damit ausgeschieden, zusammengespielt mit seinem Teampartner Leon Aussieker, aka Black Arrow. Und da sehen wir auch gleich die Aufstellung. Es wird in einem 4-4-2 gespielt auf Seiten von Lukas Fiedler. Das ist eine sehr interessante Formation. Sieht man nicht allzu oft. Typischerweise geht es in ein 4-2-3-1. Beziehungsweise in einem 4-4-2. Aufstellung wie diese hier sieht man eher seltener. Aber auch Lukas Fiedler weiß, wie man FIFA spielt. Nochmal, erster Stadtmeister in der Stadt Paderborn im November 2019 ist er geworden. Hat es geschafft. Und auch hier können wir gespannt sein. Elias wird natürlich alles daran legen, für die Hertha hier zumindest mal in Führung zu gehen. Was danach passiert, das haben die beiden hier nicht mehr in der Hand, aber vorlegen, das ist ihre Option. Am Ende müssen Maximilian Mittelstädt und Rifit Kabic das Ding nach Hause fahren, wenn sie denn mit einer Führung belohnt werden von ihrem Teamkollegen. Ja, die Vorbereitungen, wir müssen noch das Go bekommen, das muss man auch dazu sagen. Das ist halt auch immer so eine Sache, wir müssen alles von zu Hause machen und das ist eben auch das Thema dieser Geschichte hier. Stay home and play und dementsprechend kann es schon mal sein, dass die Kommunikation etwas länger dauert, dass die Jungs hier gleich ins Spiel reinstarten. Das werden sie aber dann gleich tun und dann werden wir auch hier auf einen Sieger hoffen. Ein Unentschieden ist auch möglich. Beide Spiele werden ja addiert. Das heißt, sollte es auf beiden Spielen 0:0 ausgehen oder eben am Ende addiert ein Unentschieden rauskommt, dann ist es eben ein Unentschieden. Für die nächsten Stunden haben wir für euch dann auch noch den ersten FSV Mainz 05 gegen Borussia Dortmund. Der FC St. Pauli trifft heute noch auf den FC Schalke 04. Der erste FC Köln gegen den VfB Stuttgart, Dynamo Dresden gegen Eintracht Frankfurt, FC Augsburg gegen Hannover 96. Das sind noch die Partien, die am heutigen Tag anstehen. Wer morgen auch noch reinschauen möchte, kann das auch tun. Ab 15.30 Uhr werden wir da auch live sein mit den Partien Werder Bremen gegen Nürnberg, Leipzig gegen Hamburg, Union Berlin gegen Jahn Regensburg, Arminia Bielefeld gegen Holstein Kiel, Freiburg gegen Wiesbaden und Darmstadt gegen Leverkusen. Aber jetzt erstmal Hertha BSC gegen den SC Paderborn. Elias gegen Lukas. Elias von links nach rechts.
Von Lukas von rechts nach links. Elias in den dunklen Jerseys. Und Lukas in den gelben. Ja, versucht direkt mal in die Spitze zu kommen, aber das ist gut verteidigt hier vom Paderborner. Träger. John Lau, Collins. Nochmal schon laut. Da merkt man direkt, dass hier erstmal Ruhe angesagt ist durch die Viererkette. Einmal schauen, dass man die Seite gewechselt bekommt. Und dann gibt es einen kurzen Bluescreen, wahrscheinlich eine Nachricht reingekommen. Auch das ist eine Kleinigkeit, die eben zu verkraften sein muss, wenn man eine solche Home Challenge macht. Denn jeder muss von zu Hause spielen. Da sind wir sehr froh, dass wir euch das Ganze präsentieren können. Viel Aufwand, aber Spaß soll's machen. Und Elias kommt. Über das Gelbrett. Darida. Ja, Darida gegen zwei. Und dann erstmal der Ballgewinn für Paderborn, aber schnell wieder der Ball in den Fuß des Gegners. Zolinski. Seitenwechsel auf Collins. Ritter auf Karpic. Und jetzt gibt es ein bisschen Raum. Kröger, Zolinski, guter Ball. Und er ist drin. Und der ist drin. Stark gemacht. Schöne Kombination. Und Mamba dann mit einer Direktabnahme aus dem Lehrbuch. Und da machst du nichts mehr draus. Da sehen wir es nochmal. Perfekt genommen, richtig Druck auf den Ball. Und solche Tore machen noch richtig Spaß. Und damit erstmal die Führung für die Paderborner. Damit erstmal die Führung für Lukas. Und Elias kommt über Kuhner. Gelbrett, Darida. Wo geht's hin? Die Defensive von Lukas steht. Ja, die Möglichkeit. Aber stark pariert. Die anschließende Ecke. Landet direkt wieder beim Torhüter. Schwierig in FIFA 20 die Ecken wirklich an den Mann zu bekommen, ist wahnsinnig schwer. Das ist ein Riesenunterschied im Vergleich zu FIFA 19. Da hat man gerne den Ball einfach mal auf den kurzen Pfosten geflankt und dann einen großen Spieler da stehen gehabt. Der hat den dann gut und gerne mal reingeköpft. In FIFA 20 ist das eher weniger eine Option. Die meisten Spieler spielen ihre Ecken mittlerweile kurz aus und dann das Ganze spielerisch zu lösen. Hier kam er mal wieder auf den kurzen Pfosten, aber zu einfach dann für den Torhüter das Ding runter zu pflücken. Ja, stark gemacht, schon Lau. Muss man aufpassen, dass er nicht zu weit rauszieht. Hybrid ist da. Gut gemacht, schönes Kombinationsspiel. Zolinski, jetzt stören sie sich etwas, aber Mamba behält den Ball in den eigenen Reihen. Der Pass im Anschluss, der kam vermutlich nicht genauso, wie ihn gern gehabt hätte. Wiesewitsch. Collins. Kuna. Kuna! Und da ist er drin! Gut rauskombiniert. Erstmal Richtung Grundlinie, dann einmal zurück und dann ist Kuna wieder da und macht hier das 1:1. Und so darf es gerne weitergehen. Mega mit dem Seitenwechsel. Erstmal wieder Luft und Raum bekommen hier nach dem Anstoß. Dem Gegner nicht zu einfach den Ball wieder hergeben. Schonlau.
Mamba, Ball auf Zulinski, der den Körper reinstellt und hier gegen Stark sehr gut agiert. Es gibt ein bisschen Raum. Zulinski steigt da nicht richtig in die Spitze rein, sondern lässt sich da etwas abdrängen. Und dann ist hier Elias dazwischen. Guter Ball hier auf Ibisevic. Und Ibisevic schon im Rückraum, ist eine Anspielstation da, aber eben auch ein Innenverteidiger, der Paderborner. Der Ball dann im Aus, habe ich gar nicht richtig gesehen, dass der da irgendwie abgefälscht wurde. Offensichtlich schon, gibt Abstoß. Peter. Lukas Fiedler, der insgesamt in der FIFA-Szene noch nicht so große Fußspuren hat hinterlassen, macht einen sehr guten Eindruck hier gegen Elias. Ja, auch schon in dieser Saison im 85er-Modus die Virtual Bundesliga Club Championship mitgespielt hat. Letztes Jahr musste er sie noch auf der Xbox spielen. Dieses Jahr hat er Leon Aussieker an die Seite gestellt bekommen, der die Xbox-Seite übernommen hat. Da durfte Elias Nährlich wieder wechseln auf die PlayStation. Mittlerweile auch schon eine ordentliche Reichweite auf YouTube aufgebaut, der Elias. Wie ich schon einmal sagte, vielleicht das Aushängeschild bei der Hertha, aber erstmal die Möglichkeit hier für Lukas. 2 Minuten Nachspielzeit sind um und so gehen wir in die Halbzeit. Das Spiel hat etwas an Tempo verloren in den letzten Minuten. Beide trauten sich noch nicht, alles nach vorne zu geben. Beide mit 2 Torabschlüssen. Aber beide nur mit einem Tor. Rein taktisch soll da jetzt erstmal nicht groß passieren, aber wir sehen zumindest bei Lukas, dass es da die ein oder andere Rücksprache gibt. Was man so machen kann, um vielleicht Elias hier ein wenig zu ärgern. Und wenn es hilft. Schon lau. Gehen wir erstmal in Halbzeit 2. 2 Minuten durch. Möglichkeit für Lukas, den ersten Angriff zu starten. Peter. Ist da gut bis hierhin. Will auf jeden Fall nicht blind den Ball dem Gegner wieder in den Fuß spielen. Aber muss genau bei solchen Aktionen dann aufpassen, dass genau wegen dieser Vorsicht nicht so etwas passiert. Elias rückt natürlich immer weiter raus, weil er irgendwann den Ball haben möchte. Und dann musst du da sein, dann musst du wach sein. Und das gelingt hier gerade Lukas nicht. Ibisevic. Auch vielleicht der ein oder andere Spieler auf einer Position, auf einer sehr ungewohnten Position, wie zum Beispiel ein Ibisevic, der eigentlich mehr ein Mann für die Zentrale ist, die Bälle dann da vorne wegzumachen hier auf dem Flügel. Gute Möglichkeit hier für Elias. Nochmal der Ball in die Mitte, aber Kavic hat ihn und dann Dreger. Träger treibt den Ball voran, Flanke in die Mitte, der kommt, aber er kann ihn nicht festmachen. Wird natürlich gestört von den Hertanern. Luke Bakio. Thank you.
Collins. Seitenwechsel. Halbzeit 2 ist schwere Kost. Keiner will hier dem anderen was herschenken. Man macht das sehr langsam, sehr vorsichtig. Man weiß natürlich auch, dass man dann seinem Teamkollegen das entsprechende Ergebnis übergeben muss. Und deshalb will hier erstmal keiner das Ding kassieren, klar. Und im besten Fall irgendwie eben aus diesem vorsichtigen Spielaufbau nach vorne dann das 2:1 machen. Gut gemacht hier von Elias, den Ball direkt wieder erobert. Luke Bakio. Mittelstädt, der wird nachher hier eben antreten für die Hertha gegen Rifit Kabic. Der steht auch auf dem Platz bei den Paderbornern. Gut gespielt, Kunja und dann Dreger. Also Elias mit etwas mehr Mut jetzt wieder nach vorne. Während Lukas Fiedler sich etwas weiter zurückfallen lässt, versucht hier die Angriffe von Herthas Elias vernünftig zu verteidigen. Dann wollen sie ja auch ins Pausenmenü. Collins. Ja, gut drangegangen hier von Ibisevic. Und jetzt nochmal Tempo über die rechte Seite. Ibisevic gegen 2, kommt noch einer entgegen, das ist Kunja. Und dann Ball in die Mitte. Und dann kullert er irgendwie drüber. Kiprić boxt das Ding rein. Viel Kraft schickt er da nicht hinter, aber da kommt keiner mehr ran. Da kommt keiner mehr ran und das war so wichtig. Macht er gut. Und jetzt geht's erstmal ins Pausenmenü. Das war schon vor dem Treffer angefordert. Und die Paderborner erstmal im Hintertreffen. Aber nochmal. Das ist erstmal nur das Ergebnis, was man seinem Teampartner übergibt. In dem Fall würde Elias zum aktuellen Zeitpunkt an Maximilian Mittelstädt eine Führung übergeben. Und Lukas erstmal ein Tor Rückstand an Rifit Kabic. Aber im vorhergegangenen Spiel haben wir gesehen, das muss nichts bedeuten. Da gab es nämlich dann auch nach dem 1:0 für die Fürther von Fabio Savak gegen Marcel Schwarz. Das 1:3 von Timothy Tillmann gegen Jonas Dabur. Und plötzlich gab es den Sieg doch für die Hoffenheimer. Wir sind noch 12 Minuten zu gehen. Collins. Collins. Ball in die Mitte, Kapic. Kapic von Jahrstein. Ohne Probleme. Der war ein netter Versuch, aber mehr auch nicht in dem Moment. Darida, guter Ball. Und Piatek mit Platz vorne. Und in der Mitte 2, 3, 4 Anspielstationen. Der kommt richtig gut. Der kommt richtig gut. Und diesmal ist Ibisevic da, wo er sich gerne aufhält. In der Mitte, um das Ding dann reinzupreschen. Aber der Pass auf den Flügel, der war entscheidend. Und dann sehr gute Laufbewegung da in der Mitte. 3 Anspielstationen, sehr gut gekreuzt. Ibisevic läuft mit ein, der sonst eigentlich über vermutlich die ROM-Position kommt hier. Im 85er-Modus bei Elias. Und der zimmert das Ding rein. Oder machst du da nichts mehr? Adje. Krüger kommt nicht durch. Piatek erst vorne mit dabei, jetzt hinten am Verteidigen.
Jetzt gibt's Ecke und 3 Minuten noch und wieder Jahrstein. Erneut so ein Versuch. Oh, den darfst du so nicht bringen! Den darfst du so nicht bringen und dann Jahrstein! Was für eine Glanztat! Erst wird das Ding so abgeworfen von Elias und dann rettet ihm Jahrstein hier die 2-Tore-Führung. Und jetzt könnte hier nochmal richtig wehtun für Lukas Denebisevic auf dem Weg nach vorne. Gegen Schonlaut, der ist rigoros und der Schiedsrichter sagt, das ist zu viel. Gib Freistoß. Denebisevic. Einen wird er noch bekommen. Hybrid 4-1. Hybrid mit dem 4-1 und es war abzusehen. Der Freistoß an einer gefährlichen Position zu einem gefährlichen Zeitpunkt. Und Hybrid mit dem Doppelpack. 90. Spielminute, da musst du dich einfach doppelt konzentrieren. Klasse Spiel. 5 Tore haben wir bereits gesehen, aber es ist noch nicht das Ende. Zwischen Hertha BSC und dem SC Paderborn. Das muss man auch ganz klar sagen. Das Spiel ist noch nicht vorbei. Es treffen noch aufeinander Maximilian Mittelstädt und Rivit Kabic. Und da muss Rivit Kabic jetzt vielleicht reagieren. Das ist ja das Schöne. Das ist ja das Schöne. Man spielt hintereinander und der Kabic weiß natürlich jetzt, dass er 3 Tore aufzuholen hat. Und klar ist der Gesichtsausdruck von Lukas hier nicht gerade freudenüberströmt. Aber die Hoffnung muss noch da sein, dass Rifut Kabic hier 3 Tore holen kann. Das wird eine sehr spannende Partie, gerade bei eben den Fußballprofis. Da muss man halt gucken, da gibt es Nuancen, die trennen, aber es kann auch sehr deutlich werden. Also der ein oder andere Spieler hat das Spiel schon sehr gut drauf und holt schon 27 oder mehr Siege in der Weekend League. Für die, die es nicht so kennen, die Weekend League wird am Wochenende gespielt, vom Freitag bis Sonntag, und da kann man 30 Spiele absolvieren, und wenn man so in diesem Bereich um die 27 Siege aus 30 Spielen kommt, dann ist man schon sehr, sehr stark unterwegs und kann sich schon bald E-Sportler schimpfen, und dementsprechend gibt es auch da eben ein bisschen Unterschiede. Der eine oder andere spielt etwas mehr, der andere etwas weniger. Manche sind auch wahnsinnig talentiert und das ist sehr, sehr spannend zu sehen eben bei den Fußballprofis. Und vielleicht ist ja Rifit Kabic einer von denen, die hier Maximilian Mittelstädt den Schneid abkaufen können und vielleicht sogar diese 3 Tore Rückstand, die er jetzt, oder diesen Rucksack, den er da mit sich nehmen muss, nochmal im nächsten Spiel komplett zu drehen. Das wird sehr interessant. Nochmal, ich erinnere nur an die Partie von vorhin, führt gegen Hoffenheim. Da gab es klar eine deutlich geringere Führung mit nur in Anführungsstrichen 1-0. Aber Munas Dabur musste sich zweimal zurückkämpfen, machte einmal das 1-0, bekam dann wieder das 1-1, was eben dann wieder die Führung für Fürth bedeutet. Besorgte kurz vor Schluss, würde ich schon fast sagen, das 2-1, also damit den Ausgleich, und dann sehr knapp am Ende nochmal das 3-2, und dann war es das mit dem Sieg für Fürth. Also sehr gespannt, was hier gleich passiert zwischen Maximilian Mittelstädt und Rifit Kabic, die Partie zwischen Hertha BSC und SC Paderborn. Auf dem Platz muss man sagen, beide unterschiedlicher kann es nicht sein. Maximilian mit 21 Bundesliga-Einsätzen, bei Rifit Kabic in dieser Saison momentan noch keiner. Vielleicht hatte man etwas mehr Zeit, um FIFA zu spielen. Das könnte ihm jetzt in diesem Moment helfen. Wir hören schon, gleich geht's los. Die Vorbereitungen laufen. Also Hinspiel 4-1 für die Hertha. Im Anschluss übrigens der erste FSV Mainz 05 gegen Borussia Dortmund. Dort treffen dann Julian Greiß auf Erne Mbele. Und bei den Profis dann Daniel Brosinski gegen Ashraf Hakimi. Aber jetzt erstmal Maximilian Mittelstädt gegen Rifit Kabic. Hier werden nochmal die Einstellungen gemacht. Na klar, taktisch muss das vernünftig angepasst werden.
Bei Ecken will man viele Leute mit drin haben, für diejenigen, die sich nicht so gut auskennen. Wir sind hier im Offensivstil gerade. Die Breite entscheidet, wie breit man angreift. Die Anzahl der Balken, umso mehr Balken bei Spielern im Strafraum sind, umso mehr bekommt man eben dann vorne in seinen Strafraum. Also umso mehr laufen die Spieler dann in den Strafraum ein. Und auf der anderen Seite eben bei Ecken, umso mehr Balken hochgedreht sind, umso mehr Spieler sind bei Ecken dann eben auch im Strafraum. Und so haben wir hier gerade gesehen, dass Maximilian Mittelstädt sehr viele Spieler im Strafraum haben möchte. Also das ist auch verhältnismäßig untypisch, die Anzahl an Balken. Aber wir werden sehen. Er spielt in dem 4-3-3. Und dann werden hier auch noch die individuellen Settings gemacht. Auch das ist ganz wichtig. Denn jeder Spieler kann individuelle Anweisungen bekommen, wie zum Beispiel hinten bleiben bei den Außenverteidigern oder eben bei den zentral defensiven Mittelfeldspielern, um ihnen zu sagen, dass sie nicht so weit nach vorne stürmen sollen in Ballbesitz. Stürmern kann man die Anweisung geben, zu überlaufen, damit sie immer wieder versuchen, hinter die Viererkette durchzustarten. Flügel kann man entscheiden, ob sie unterstützen sollen in der Defensivarbeit oder ob sie eher vorne bleiben sollen. Und das sind dann spielentscheidende Dinge oder das können spielentscheidende Dinge am Ende werden. Noch auf der anderen Seite sehen wir das 4-3-3. Das wird interessant. Zwei ähnliche Systeme. Vielleicht auch den Fußballvorlieben der beiden geschuldet, dass man hier in ein 4-3-3 geht. Sind ja auch immer interessante Dinge, wenn man als aus der E-Sport-Szene kommt und ein bisschen sieht, ja, die spielen halt alle 4-2-3-1 oder ein 4-4-2 und mit diesen gewissen Dingen. Da ist es sehr interessant zu sehen, okay, was machen die Profis hier? Klar gibt es natürlich auch den einen oder anderen E-Sportler, der dann das 4-3-3 spielt, aber das sieht man halt nicht so selten hier. Beide mit derselben Formation auf dem Platz und Maximilian Mittelstädt auch mit einer komfortablen Führung, mit einer 3-Tore-Führung, 4-1 ging das erste Spiel nämlich aus zwischen seinem Kollegen Elias und Lukas Fiedler von Paderborn. Und dementsprechend ist Rifit Kabic hier natürlich gefragt. Und der auch mit dem ersten Ballgewinn und mit dem Pass in die Spitze. Das macht er gut, das macht er richtig gut und dann spielt er ihn nicht rein. Er versucht es alleine. Das war stark rausgespielt, aber den musst du dann vielleicht auch noch mal in die Mitte spielen. Nichtsdestotrotz ein guter Start, mutig und mit dem richtigen Ausrufezeichen hier. Noch mal in die Mitte. Röger, Abschluss, stark. Und Dreger noch mal. Und Kabic mit ganz viel Offensivpower von Beginn an. Jahrstein. Eieiei, das geht ja richtig los. Collins, die Flanke kommt, aber das hatte ich schon mal angesprochen. Ecken reinzubringen ist schwierig, kann durchaus mal glücken, aber so nicht. Hier gibt es den Freistoß. Und 25 Meter Distanz. Bin ich gespannt, was Rüffit Kabic aus dieser Situation macht. Den kann man durchaus auch direkt aufs Tor bringen. Macht er auch. Nicht schlecht, aber zu wenig Wucht. Kein Problem für Jahrstein hier. Nichtsdestotrotz ein guter Start von Rüffit Kabic, was die Offensive angeht. Und er kommt schon wieder. Ball in die Mitte. Aber erstmal wieder geblockt. Gibritz, der einen Doppelpack im ersten Spiel von Elias gemacht hat. Pascal Sieber. Und da ist Mittelstädt auch die digitale Version.
Gebrit, das könnte jetzt natürlich richtig bitter werden, aber sehr gut gehalten. Da muss man auch ganz klar sagen, wenn du hier noch einen bekommst, du liegst halt aus Sicht von Rifit Kabic 4:1 hinten. Wenn du noch einen bekommst, dann wird es schwierig. Aber er hat einen sehr guten Eindruck hinterlassen in den ersten Minuten. Da muss er jetzt drauf anknüpfen, wollte ich gerade sagen. Aber die Antwort von Maximilian Mittelstädt fällt. Piatek aus der zweiten Reihe mit einem schönen angeschnittenen. Und mit dem Overall 5:1 für die Hertha. Aber es ist noch lange Zeit. Ich habe viele hohe Ergebnisse im Hinspiel kippen sehen bei den Playoffs der Virtual Bundesliga. Und auch hier muss man sagen, dass noch alles drin ist. Und er kommt mit der Antwort. 1:1, ganz wichtig hier direkt zu kommen. Sabiri überragend. Sehr viel Ruhe im Angriff. Das macht er richtig gut. Maximilian rechnet damit, dass er irgendwann den Ball in die Mitte bringt. Aber Rifit Kabic macht das kongenial. Bleibt im Dribbling. Und er arbeitet sich damit den Spot. Oga. Seitenwechsel auf Collins. Und es war früh genug, um hier aus dieser Partie noch deutlich mehr rauszuholen als jetzt gerade auf der Anzeigetafel steht. Aber erstmal wieder Mittelstädt. Collins auf Sabiri. Ja, Piatek nicht nur vorne zu gebrauchen, auch hinten mit dabei, fängt diesen Ball gut ab. Und jetzt geht's schnell, Piatek, Ball in die Mitte, auf Guia und dann in den Rückraum und der kommt nicht und den kann man schon mal im Anbringen. Luke Bakio, nochmal der Abschluss und eine Riesentat. Also Maximilian zwar hinten ein bisschen löchrig, aber vorne. Da hat er die Ideen. Ein schönes Spiel. Ein offensives Spiel mit vielen Möglichkeiten. Und das von Beginn an. Nochmal Sabiri. Aber der ist wieder weg. Lang und weit bringt Sicherheit. Leider nicht an den eigenen Mann. Und nochmal die Paderborner. Nochmal Rifit. Kabic. Ah, den kriegst du nicht durch. Frager. Stark dazwischen. Und dann Darida. Gebrit kommt nicht durch. 5 Minuten noch in Halbzeit 1 und ein Törchen würde hier Kapic richtig gut tun. Sabiri nochmal zurück. Der Abschluss und Jahrstein, da muss er sich strecken. Kommt aus der Drehung. Aber ordentlich war es trotzdem. Hier Darida dazwischen. Foul sagt hier der Schiedsrichter. Ballbesitz für die Hertha. Ballbesitz für Maximilian Mittelstädt. Da ist er. Auch auf dem digitalen Platz zu finden. Askar Sieber. Ah, jetzt 2 Mann dran. Und jetzt gibt es nochmal eine Möglichkeit hier für Kapic. Und
Guter Ball auf den Flügel, nochmal ein Rückraum, den muss er machen und der eigene Mann Pröger, und da sieht man ihn aufspringen, den will er natürlich. Den will er natürlich, aber den macht er nicht. Riesenmöglichkeit, um hier auf 2 Tore zu verkürzen, aber der eigene Mann blockt das Ding vorbei und so gehen wir weiterhin mit dem Stand von 1:1 hier und insgesamt mit dem Stand von 5:2 in diese Partie. Aber Karpic wieder mit der nächsten Möglichkeit. Klasse gespielt und er ist da drin. Und wieder ein früher, ein wichtiger Treffer. Und so kann es gerne gehen. Direkt wieder der Ballgewinn hier von Karpic. Der macht einem richtig Spaß heute. Nichts von wegen, bloß nicht hinten so viele kriegen. Nein, er will hier auf den Ausgleich gehen. Aber erstmal wieder Maximilian Mittelstädt mit Piatek. 2:2. Und der ist eiskalt. Also wenn er muss, dann macht er auch. Wenn er muss, dann macht er auch. Und Piatek mit dem Doppelpack. Und alles wieder zurück. Wieder die 3-Tore-Führung für die Hertha. Pröger. Klasse gespielt. Wieder der Abschluss. Wieder ein Fuß dazwischen und Eckball. Und kurz spielen, das ist die Frage. Kommt er nochmal? Nein, wieder hoch und weit. Aber Jahrstein dann ohne Probleme. Das scheint kein Abseits zu sein. Hybrid wird allerdings abgelaufen. Wenn der denn angekommen wäre und durch, dann hätte ich gesagt Respekt. Hier gibt es nochmal Freistoß. Collins. Ah, stark gemacht, Collins. Ball in die Mitte, der kommt gut und wieder Jahrstein. Und der kam richtig gut, das war eine starke Aktion. Hat er gut gemacht, Richtung Grundlinie, dann der Chip in die Mitte, klar. Und dann muss man auf diesen Kopfball halt einfach Druck bekommen, um den irgendwie auf oder an Jahrstein vorbeizubekommen. Das gelingt ihm dann nicht, aber insgesamt macht er den guten Job. Und er versucht, er gibt hier alles, er kämpft gegen diesen 3-Tore-Rückstand an. Und das ist wichtig, da soll man Spaß dran haben, man soll versuchen hier alles zu geben und das macht Karpic und spielt hier auch schönes FIFA. Das war abseits von Kibrit, da packt sich Maximilian Mittelstädt an den Kopf, den hätte er auch gern drin gesehen, klar, aber das war deutlich abseits. Collins. Nochmal über die linke Seite. Ah, Skasiva ist mit dabei. Der kommt gut. Darida. Darida. Und jetzt eine 3 gegen 2 Situation. Darida macht Maximilian Mittelstädt hier den Deckel drauf. Erstmal nicht. Klar sind 3 Tore auch schon ein guter Vorsprung. Und klar wird das schwierig hier für Refit Karpic. Aber er kämpft. Er will unbedingt. Richtung Strafraum, im Rückraum ist er mit dabei, Pröger. Pröger, nochmal Pröger und wieder Jahrstein. Und der ist da hinten eine richtige Bank. Rechtzeitig rausgekommen, den Winkel verkürzt. Und damit ganz, ganz schwer, das Ding an ihm vorbeizubekommen. Aber Karpic schon wieder auf dem Weg nach vorne, über Pröger. Nochmal über links, Ball in die Mitte, aber Skasiva ist dran. Und jetzt kommen genau diese Situationen, klar. Maximilian kann jetzt kontern, weil der Raum natürlich entsteht. Weil Rüffel sehr weit aufdrückt, draufdrückt und versucht irgendwie vorne an die Tore zu kommen. Aus der Distanz, aus der zweiten Reihe. Versuch löblich, aber der geht knapp am Tor vorbei.
Und da wechselt sich Riffin selbst aus. Klar, auch hier muss man natürlich dann schauen, was ist das Beste fürs Team. Da ist es, wenn die Stamina, wenn die Luft aus ist, dann musst du ihn auswechseln und wieder Jahrstein. Und dann wollte Gavin schon ausstehen zum Feiern, glaube ich. Und dann hält er den doch noch. Dann hält er den doch noch. Aber er macht Druck, er will. Und der Nächste. Und der Nächste. Und er fliegt wieder vorbei. Viel vorwerfen muss er sich nicht. Außer, dass er die Dinger hier an Jahrstein nicht vorbeibekommen hat. Jetzt stellt sich die Frage... War Jahrstein so gut? Oder hat Riffin hier das ein oder andere Mal vielleicht doch falsch entschieden? Und an diesem Punkt muss sich Jahrstein zumindest mal keine Vorwürfe machen. 8 Minuten noch. Und es sieht ganz nach einem Sieg für die Hertha aus. Für die, die frisch reingeschaltet haben, gespielt wird in 2 Spielen. Jeweils eine Partie von 2 Profis, in dem Fall von Hertha BSC und dem SC Paderborn jetzt und eben einem Spieler aus dem Verein, beziehungsweise einem zweiten Spieler, der aus dem Verein kommt, und da wäre Maximilian Mittelstädt schon fast dazu gekommen, den Deckel tatsächlich drauf zu machen, wobei man jetzt natürlich schwer nochmal 3 Punkte ranholt. Und vorher wollte ich sagen, um das mal zu verkürzen, haben gespielt Elias, der E-Sportler der Hertha, gegen Lukas, dem ersten Stadtmeister im E-Fußball in FIFA 20 in Paderborn. Den Titel hat er sich ergattert im November 2019 und durfte heute hier für Paderborn mit auflaufen. Elias hat das erste Spiel mit 4:1 gewonnen. Die beiden hier, Maximilian Riffin, werden sich wohl mit 2:2 trennen. 2 Minuten Nachspielzeit sind um. Und dann gibt es hier den Schlusspfiff und die 2:2, das 2:2 Endergebnis insgesamt. Dann also 6:3 für Hertha BSC bei der heutigen Bundesliga Home Challenge. Aber ein Spiel, das auf jeden Fall Lust auf mehr macht. Wir sehen 10 Torabschlüsse, beziehungsweise 10 Abschlüsse aufs Tor, 14 Torabschlüsse insgesamt bei Riffin Karpetsch. Der hat also nochmal alles dafür gegeben, hier irgendwie das Ding für sich zu entscheiden. Aber am Ende hat es nicht gereicht. Maximilian Mittelstädt hat sehr gut geantwortet, muss man sagen. Immer wenn er musste, immer wenn Riffin getroffen hatte, kam Maximilian wieder, machte den Ausgleich und dementsprechend war dieser Gesamtsieg am Ende seltenst in Gefahr. Und das eben zum Spiel Hertha gegen Paderborn. Und als nächstes sehen wir gleich den ersten FSV Mainz 05 gegen Borussia Dortmund. Da werden spielen Julian Greiß gegen Erne Embele. Julian ist ein YouTuber unter dem Namen Julius FGU bekannt. FIFA Goes United, um die Abkürzung.